Hallo Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dieses Einhorn mal bemalt, beziehungsweise versucht zu bemalen, wie man sieht. Das Gold hat gehalten, das Pink, was ich haben wollte, das hat hier so ein bisschen gehalten, aber nicht viel. Daher werde ich es ein bisschen mit diesem Nagellack, verschiedenen Nagellacken hier, versuchen, so halt auf Trab zu halten. Dieses Rot hier, dieses Glitzerpink, hoppala, das hier, dieses Rot und dieses Pink hier. So, aber damit ich dieses Einhorn auch bemalen kann, muss ich mich erstmal mit Handschuhen ausstatten, um mich vor dieser Farbe zu schützen. So, ich möchte nämlich nicht, dass meine Hände davon dreckig werden. Ich darf mich hier eigentlich nicht zeigen, so richtig. Tue ich auch nicht. Ich muss eine Maske anhaben, wegen dem ganzen Kram. Leute, ich hole mein Zeh war, um zu gucken, welche Farbe ich am besten verwende. So, eben schön schütteln. Ja, ist ein bisschen unordentlich hier auf dem Tisch. Das nennt man Kunst. Okay, wow. Das Pink ist... Wow, das ist gut. Das ist so ein bisschen Pinkie Pie mäßig. Phew, wie ihr seht, stinkt der Nagellack extrem. Oh Mann, geh schon auf. So, manchmal... Diese Nagellöcke, die sind ein bisschen älter. Sollte die nicht so aufgehen? Wow, das ist auch mega hübsch. Das ist schön glitzerig. Okay, das hier werde ich wahrscheinlich... Wow, das ist ekelhaft. Das stinkt so eklig. Das werde ich wahrscheinlich als Highlight nutzen, weil der eigentlich durchsichtig ist. Und glitzert. Die haben wir schon mal gehabt. Aber ich glaube... Ich habe meinen Nagellack gefunden. So. Für die Mine und so. Uiuiui. Dadurch, dass die offen waren. Oh, ist das ekelhaft, Leute. Das stinkt wie die. Keine Ahnung was. Stinkt wie keine Ahnung was. Ich probiere es mal, ob das hält. Obwohl das schon eingebrannt war. Es hält tatsächlich, Leute. Oh mein Gott, Leute. Seht euch das. Okay. Scheiße aus. Okay, ja, jetzt sieht es besser aus. Kann sein, dass ich das Einhorn nicht richtig zeige manchmal, weil der Nagellack da erstmal drauf muss. Boah, stinkt das Zeug, ey. Trotz Maske, Leute. Macht das auf gar keinen Fall nach, wenn ihr jünger seid. Macht das auf keinen Fall nach. Fragt immer einen Erwachsenen, ob ihr das dürft. Und fragt immer einen Erwachsenen, dass der euch dabei begleitet. Macht das auf gar keinen Fall nach. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte nämlich nicht, dass euch was passiert, Leute. Das hier ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Warum der Nagellack stinkt, das weiß ich selber nicht. Ich meine, da ist Alkohol drin. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, in den Kommentaren. Mit dieser... Diesen Pinsel hier dauert das ewig, aber dafür kriege ich hiermit das einfach schöner drauf. Leute, das sieht schon geil aus. Oh, das sieht jetzt schon geil aus. Ach, leider verfälscht die Kamera wieder. Wieso blöd? Ich hasse es, wenn die Kamera verfälscht, ne, Leute. Normalerweise würde ich das hier in Zeitraffer aufnehmen. Ich werde jetzt erstmal so. Boah, ich muss hier vorsichtig sein. Okay, und hier vorsichtig drum gehen. Weil wir wollen. Oh, ja, wir wollen nicht. Volltreffer. Wir wollen nämlich nicht irgendwie. Okay. Oh. Gut, ich werde jetzt erstmal ein bisschen pausieren, das Video.
So, und gut. So, Leute, jetzt seht ihr das Resultat des Schweifers. Leider verfälscht das. Doof. Boah, der Nagellack stinkt wirklich übelst. Das ist ekelhaft, Leute. Das stinkt übelst, Leute. Das ist ekelhaft. Speaking of trends. Ew, that sound. Okay, ich probiere mal was aus an der Mähne. Nö, der ist zu. Okay, der ist definitiv zu. Okay, Leute, das hat nicht hingehauen an der Mähne. Und das wird auch nicht halten. So. Gut. So, Leute, ich hoffe, das hilft jetzt hier auch ein bisschen. Ich habe hier jetzt etwas. Ups, das ist keine Wasserfarbe, das heißt nur Aquacolor. Ich hoffe, die hält bald auch. Ich werde jetzt nämlich etwas anders auftragen. Und dann hat das nämlich eine dunklere Mähne, das Einhorn. Oh. Der Nagellack stinkt wirklich bestialisch, Leute. Ihr sollt ihn besser nicht so oft verwenden, wie ich das gerade getan habe. Verwendet lieber sowas, wie ich das jetzt hier mache mit dieser Farbe, Leute. Leute, ey. Echt. So. Ihr habt jetzt die Farbe hier auch gesehen. Boah, der Nagellack stinkt übelst, Leute. Ihr habt jetzt, das ist ja Aquacolor, beziehungsweise Aquarellfarbe, sagen wir es mal so. Dadurch, dass die Farbe jetzt dicker draufgetragen ist, hoffe ich, dass das. Ich hätte nicht gedacht, dass die Farbe hält. Leute. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich habe gedacht, nur Nagellack hält drauf, weil das schon gebrannt ist. Leute, wenn ihr eine Idee habt, um die Farbe zu fixieren, dann sag mir Bescheid. Ich werde euch das Endresultat gleich zeigen. Oh mein Gott, Kamera. So, jetzt seht ihr erstmal das Resultat der Mähne. Was findet ihr besser? Mähne oder Schweif? Ich finde die Mähne besser. Von der Farbe irgendwie, Leute. Oh, good God. So. Ah, Leute, entschuldigt, wenn da Musik jetzt gleich, wenn ihr das hört. Das tut mir so leid, keine Ahnung, wer das ist. Aber wie findet ihr es? Ich glaube, die Mähne ist besser. Ah, Leute. So. Jetzt haben wir auch fast den Schweif fertig. Ach, die Musik gibt. Oh, Mann, ey, die Musik gibt auf den Nerv, Leute. Okay, jetzt haben wir das Resultat hier. So. So, jetzt haben wir das Resultat. Oh, Leute, die Musik geht mir auf den Senkel. So, jetzt zeige ich euch erstmal das Resultat mit dem Horn und so. Aber ich zeige euch am Ende nochmal das Resultat komplett, wenn ich ihn fertig habe. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich das Einhorn in Twilight Sparkle, bis auf diesen Huf, den muss ich nochmal golden machen, habe ich das in das Einhorn von My Little Pony bis jetzt, Twilight Sparkle, verwandelt. Ja, okay, jetzt brauche ich nur noch die
ja, Wimpern. So, dann wollen wir mal. Okay, Leute, und hier ist... Leute, hier ist tatsächlich das Endresultat von Twilight Sparkle. Leider ein bisschen chaotisch auf ihrem Fell, aber trotzdem, ich hoffe, ihr kennt sie und euch gefällt sie und lasst ein Like und ein Abo da und dann ciao!